So, Hallöchen, die magischen Miesmuscheln. Ich bekam heute mal wieder eine spontane Idee. Und ja, wie ihr sehen könnt, Kaminrechner, was sind meine Freunde wert oder Kollegen oder so, mal gucken, was bei rauskommt. Ich sag mal so, wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt mittlerweile so 11:30 durch. Ich habe bis jetzt nur ein Käsetoastbrot gegessen, ein paar Kippen geraucht und noch kein Käffchen getrunken. Und dabei bin ich schon seit so 5 Uhr, 5:30 wach oder sowas. Ich habe auch nur so eine Stunde geschlafen oder was. Das heißt also optimale Bedingungen für ein neues Video. Und ich habe vorhin noch beim lieben Schalker Botschaft eben ein paar Videos von ihm gesehen, wo er auf Drachenlord-Videos reagiert. Und genau deswegen, so aus dem Grund, bin ich jetzt ungefähr auf dem Level. So ein bisschen eine Mischung aus asozial und zynisch, sagen wir mal. Also wie gesagt, wenn das keine perfekten Bedingungen sind, dann weiß ich auch nicht. Fangen wir mal an. Fangen wir mal direkt dezent mit mir an. Also, ich bin 33, bin 1,80, habe braune Haare, langhaarig, blaugrüne Augen, aber eher blau. Ja, von den Bärten, ich habe ja, so ein bisschen Koteletten und Ziegenbärtchen. Also, ich würde sagen, am ehesten, wie geil das aussehen würde, wenn ich mit so einem geilen Schnäuzer rumlaufen würde, nicht? Es sieht irgendwie für mich aus wie so ein Frühstücksei mit so einem englischen Schnauzer irgendwie. Das hätte doch wieder Stil eigentlich, nicht? Ich würde sagen, am ehesten der Kollege hier. So, Oberkörper, ja, Muskelprotz, eher der Lauch oder mehr so der Fettsack. Geil, man kommt hier zum Glück überhaupt nicht diskriminiert vor. Ich bin alles drei dazwischen. Ich bin sportlich, aber auch schlank, aber habe auch ein bisschen Wampe. Ich sage nur Pizza und Pasta. Jetzt würde ich jetzt einfach mal spontan sagen, wenn, dann bin ich eher das hier. Dann schauen wir mal. Ja, 74, 54. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt, vorher Captain Google zu fragen, wie viel denn so ein Kamel wert ist. Also ein großes, ausgewachsenes, ungefähr 20.000 Dirham, das sind 2.000 Öcken, und junge Kamele etwa die Hälfte. Da ich jetzt nicht mehr jung bin, sondern ausgewachsen, würde ich ungefähr 108.000 Euro wert sein. Cool. Jetzt weiß ich nicht, ob das viel ist oder wenig. Wir werden es gleich herausfinden. Machen wir mal mit der nächsten Person weiter. Gruß geht raus an alle meine Fußballfreunde. Die wissen jetzt, an welche Frau ich denke. Aber ich sag mal so, ich habe da ein Schnuckelherzchen, ein Schnuckelein. Und jetzt ist die Frau mal fällig. Mal gucken. Sie ist 35. Ihre Größe kenne ich nicht. Ich würde sagen, vielleicht, ich schätze jetzt einfach mal aus dem Bauch 1,73 vielleicht. Sie ist blond, aber rot gefärbt. Also ich würde sagen wir rot. Lange Haare hat sie, grüne Augen. Und zum Glück kann man sich jetzt überhaupt nicht blamieren. Also, ja. Ach, ich gönne der Frau einfach mal. ja, und ich sehe sportlich auf jeden Fall, will ich schon sagen. So, Berechnung, Berechnung, Berechnung. So, 67. Die Frau ist einfach mal 13 Kamele mehr wert. Das ist ganz schön, das ist Anzeige ist raus. Unverschämtheit. Ja, wie gesagt, meine Fußballleute wissen jetzt, an wen ich gedacht habe. Ne? Küsschen geht raus. Wo wir mal gerade bei, ja, bei Frauen sind, jetzt muss man meine beste Freundin dran glauben. Die Frau ist 17. Auch bei ihr kenne ich ihre Größe nicht. Ich würde sagen, vielleicht auch so, ich glaube, dass sie eher kleiner ist. Wenn ich jetzt falsch liege, dann blamier ich mich mega, aber mein Bauchgefühl sagt, dass 1,68 passen könnte vielleicht. Oder 1,70 so. Ich sag mal 1,70. So, die Frau ist so, schon so, ja, blond-braun so. Ich sag jetzt mal blond. Sie hat kurze Haare. Augenfarbe habe ich, weiß nicht, Augenfarben kann ich mir nie so wirklich merken, ehrlich gesagt. Ich wüsste auch nicht die Augenfarbe meines besten Freundes und den kenne ich seit 20 Jahren. Ich sage jetzt mal blau, das könnte ich mir gut vorstellen.
Und auch hier bei den Titten mal wieder, keine Ahnung. Ja, ich gönne der Frau einfach mal. Und sie ist so normal, würde ich sagen. So, was hat sie? 70. Sie ist also etwa, ja gut, da sie jung ist, würde ich sagen, ist eine mal 1000, also ist sie 70.000 Euro wert anstatt 140. Ne? Haben wir ja hier gelernt, ne? Hier junges Kamel, 1000 Euro ungefähr, älteres Kamel, ne? Mehr so meine Abteilung. Ne? Mehr die Doppelherzabteilung, das ist dann mehr so 2000 Öcken. Machen wir mal weiter. Wo wir gerade bei Fußball waren, wie wäre es mit Thiele? Thiele ist 20, auch bei ihm kenne ich die Größe nicht, ich würde ihm schon so 1,80 zutrauen. Der ist mehr so braunhaarig, würde ich schätzen. Kurzhaarig, ja, Augenfarbe, ich schätze blond. Blond sage ich schon, blau, Augenfarbe blond, alles klar. Ja, er hat gar keinen Bart, also würde ich sagen, am ehesten das Wenige, also das hier. Und da er ja schon so ein sportlicher Typ ist, würde ich ihm schon sowas eher zutrauen. Also das ist, das passt schon. Ja, 76, das ist, passt. Wo wir gerade bei meinem Besten waren, wie wär's mit dem? Den kennt ihr zwar nicht, deswegen ist es für euch weniger lustig. Aber der ist ebenfalls 33, ist auch so 1,80. Auch mehr so braunhaarig, bis jetzt ist es sehr spannend im Vergleich zu mir. Er ist aber kurzhaarig, hat auch kein Bart, also das hier. Und er ist mehr so der Schlanke. Na, ich hatte 54, er hat einfach mal mehr. Er hat einfach mal 10 mehr, ey, was ein Penner, ey. So, und wir können uns ja noch eine Person raussuchen. Da habe ich mir eine spezielle überlegt, und zwar Katja Krasavice. Ich muss dazu sagen, der ein oder andere von euch weiß ja bestimmt, dass ich ganz gut in Sprachen bin. Erst recht sowas wie Tschechisch. Das habe ich mit 13 angefangen zu lernen und gut, ich spreche es jetzt nicht perfekt fließend, aber es reicht für eine kleine Unterhaltung und dies ein oder andere, nicht? Oder Redewendungen oder sowas oder ganz klar Fluchen. Aber in dem Fall, soweit ich weiß, heißt die Frau nicht mal Katja und vor allem Krasavice. Heißt die auch nicht. Ich weiß nicht, wie sie in echt heißt, aber Krasavice ist tschechisch und jetzt passt auf. Krasavice heißt übersetzt Schönheit. Ja, ernsthaft. ich meine, wie alt ist die jetzt? Mitte 20, 27, schätze ich jetzt einfach mal. Auch bei ihr kennt die Größe nicht. Ich sag mal 1,68 können gut hinhauen. Blond, langhaarig, ja. Die hat auch bestimmt blaue Augen und sie hat total die Öklüten, auch wenn sie gemacht sind. Und mager passt, glaube ich, schon. Sportlich ist sie nicht. Sie ist eher so Abteilung, ess mal was. So, Berechnung, Berechnung, Berechnung. Da hat diese Frau einfach mal den Höchstwert. Wollt ihr mich verarschen? Also, ich weiß nicht. Unverschämtheit. Egal, ich baller euch das Ganze hier mal schön brav wie immer in die Videobeschreibung, in die Infobox. Dann könnt ihr den ganzen Scheiß hier selber mal machen und eure Freunde ärgern, wer denn den höchsten Wert hat. Ja, sag in dem Sinne vielen herzlichen Dank fürs Ansehen. Tüdelü, Tschüssikowski und Cheerio.